Ja, nun herzlich willkommen zurück zu Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Nachdem ich den, ich weiß gar nicht welche Nummer, nachdem ich den einen Part jetzt einmal kurz in der Waschmaschine nachgespielt habe, können wir endlich weiter in die Sorbet-Wüste. Ach, und jetzt können wir auch endlich Cubes verschieben. Das ist natürlich schon mal eine Fähigkeit. Die Röhre ist mega nützlich natürlich, weil wir hier direkt ein paar Puzzle bekommen, okay. Ja, was? Ja. Ach, da haben wir noch mehr Blocks. Ach, den Rabbit Block können wir nicht verschieben, oder wie? Oh. Ich dachte, der stößt ihn jetzt da runter. Wenn er hier so rumslidet. Kann ich, wieso kann ich die Kamera nicht drehen? Lasst mich doch die Kamera drehen, das ist doch unfair. Ist es da? Okay, da kann man also bohren. Ja, hä? Was soll ich damit machen? Oder kann man... Nee. Das ist ja nutzlos. Dicke Rabbit-Kanone. Die gucken wir uns doch direkt noch einmal genauer an. Mal gucken, wo die uns hinführt. Ja, Rabbit hier. Lauf, lauf, lauf wie ein Rabbit. Lauf, lauf, lauf wie ein Rabbit. Okay. Sehr schön, jetzt. Wunderbar. Diese einst blühende Wüste ist jetzt ein halbgefrorenes Ödland. Eure Ankunft in dieser Welt scheint so willkommen zu sein wie ein Stinktier auf der Bowlingbahn. Merkwürdiger Vergleich, aber Toadette ist da. Habt ihr Todd gesehen? Wir wurden getrennt. Schon wieder. Findest du das lustig? Das findest du lustig? Wirf einfach die Karte weg und lass dich von deinem Herz leiten. Das ist sein Motto. Das ist Todds Motto. Eigentlich ist Todds Motto, wie wir von Treasure Tracker wissen, bring mir das Geld, ist mir egal. Aber egal, darum geht's nicht. Würdet ihr ihn bitte für mich suchen? Ich mache mir langsam Sorgen. Ich bleibe hier, falls er zurückkommt. Sehr gut, Toadette. Sehr ist. Oh Gott, ist das. Warum ist das denn so groß? Ihr habt auch Spaß, ne? Ihr habt auch Spaß. So, noch irgendein Collectible. Oh, 5 Powerkugeln. Hier ist ja mal tatsächlich irgendwas Sinnvolles in so einer Kiste drin. Das bedeutet natürlich auch, dass wir mehr davon finden müssen. Ja, da habe ich auch irgendwie halt. Haben die Ohrschoner? Was haben die denn da auf? Alter. Warte mal, haben die auch einen anderen Namen? Sorbet-Ziggis, okay. Die haben halt einfach Ohrschoner, okay. Was ist das? Sorbet Hop. Ach du. Alter, wie sieht der denn aus? Die ist ja albern, na egal. Wir gehen jetzt mal kurz wegwrecken. So, Mario geht hier direkt an die Front. Und schießt den schon mal hier weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann Rabbit Yoshi. Kann gar nicht so weit gehen. Warum eigentlich nicht? Finde ich ein bisschen albern. Aber gut. Aber wir kriegen nicht mal Feuer, ne? Das ist ein bisschen doof, egal. Peach kann aber natürlich Mario an der Front helfen. Und jetzt hoffen wir, dass er trifft. Mal gucken. Boah! Alter, ich würde sagen, die 50% Chance. Und in diesem Zug ist die ganze gut für uns, ganz, ganz gut für uns ausgegangen. Wow. Du bist ein Schritt. Ich bin so stolz auf dich. Alter, der. Hä? Was hat er gemacht? Er hat gerade irgendeine Fähigkeit eingesetzt, der Siggi, oder? Oh, shit. Mario wurde gehonigt. Ach, in Level 2 haben die jetzt auch ihre eigenen Fähigkeiten, ne? Das ist natürlich schon.
Ah, sieht man, dass da ein bisschen die Schwierigkeit auch angezogen wird, ne? Okay. Können ja trotzdem. Ich weiß gar nicht, was die Fähigkeit ist. Schild. Allgemeine Schadensminderung, okay. Ach, der hat Held. Null. Null. Das ist ja albern. Ja, schade. So, Mario kann sich leider nicht bewegen. Das ist ein bisschen doof. Oh, treffen kann er auch nicht. Komm, wir machen mal die Heldensicht an, wenn die die auch anmachen. Und er kann leider niemanden dashen, ne? Okay, das bringt uns also auch nicht weiter. Kann der Peach hier irgendwie. Wenn wir dann den Jump machen, kommen wir irgendwo hin. Na, jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber so können wir sie schon mal einkesseln. Das ist vielleicht ganz vorteilhaft für uns dann. So, okay, wir gehen natürlich auf die 100% Trefferchance, ne? Und ja, Helden. Boah, Alter, diese Kombi, die war natürlich. Eigentlich ziemlich doof, weil er steht immer noch hinter Deckung. Aber da wir ja Peach eh schon verdonnert haben, ist auch nicht so wichtig. Da hat er sich jetzt doof hingestellt, weil ich meine, jetzt geht Rabbit Luigi. Ich sag mal Yoshi. Ne? Ist mir auch aufgefallen, dass ich die Parts geschnitten habe. Na, das ist echt nicht gut. So. Er wird jetzt erstmal gedasht. Warte mal. Wir machen 30 Schaden damit, ne? Wie viel mal? Was ist denn jetzt schon wieder hier los mit dem Hund? Keine Ahnung, was da jetzt war, aber. Ist doch egal. Also, wir machen 30 Schaden. Maximal. Es reicht natürlich nicht, um ihn auszuschalten. Ist natürlich ein bisschen doof. Haben wir so Deckung vor ihm? Dann haben wir wieder von den anderen keine Deckung, ne? Aber auf ihn haben wir wieder 100% Chance, ne? Weil wir warten nochmal mit dem Schuss. Und mit Peach weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Mario kann den dashen. In die Röhre. Und dann hat er 100% auf die beiden anderen. Und dann haben wir sie schon ziemlich eingekesselt. Ich würde sagen, wir nehmen ihn jetzt aus dem Spiel. Und jetzt haben wir die Gegner eingekesselt. So. Einmal bitte. Schade. Er hatte nämlich den Heldenschuss, deswegen möchte ich lieber ihn aus dem Spiel nehmen. Ich glaube zumindest, dass er den Heldenschuss hatte. Wäre, glaube ich, ganz angenehm, wenn er aus dem Spiel wäre. Zum Glück nicht getroffen. Okay. Okay, er hat ein Schild. Alter, wir kesseln die jetzt ein in den. So könnten wir schon mal sein Schild wegnehmen, ne? Erstmal nehmen wir seinen Freund schon mal aus dem Spiel. Sehr, sehr gut. So, die Frage ist, reicht. Wir können mit Yoshi leider nicht hindashen, ne? Obwohl, jetzt haben wir natürlich ihm die Flucht ermöglicht, sozusagen. So. Peachy würde. Ich glaube, Peachy macht ein bisschen mehr Schaden. Und wir haben trotzdem Verbrennungschancen, deswegen würde ich sagen, wir schießen zuerst mit Rabbit Luigi und dann mit Rabbit Peach. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir nochmal den Schild hier an, weil, sagen wir ganz ehrlich, das ist eh seine letzte Runde. Da kann er nicht mehr viel machen, würde ich sagen. Ja, toll, jetzt stellt er sich jetzt weg. Schießt auf Mario, ja, das. Das ist durch für dich, mein Freund! Das ist durch!
Ja, komm, wir gehen einfach für die 100% Trefferchance. Ich meine, was soll's? Was soll der Geiz? Soll. Jetzt gucken wir nochmal mit Mario. Solange Peachy hier noch steht, können wir ja den Jump machen. Oh, hier hinter auch hinter die Deckung, so, ne? Zack. So, haben wir den Heldenschuss? Haben wir leider nicht. Aber wir können ja mal versuchen, hier den Honig zu bekommen. Ja, ist ja auch egal. So, Peachy hat noch einen Dash. Na? Und jetzt machen wir hier so ein schönes Todesdreieck draus. Und ich würde sagen, wer macht denn hier mal hier Rabbit? Rabbit Luigi. Vielleicht verbrennt er ihn nochmal zum Abschluss. Ja! Haha! Genauso beendet man ein Spiel, indem man ihn den Hintern verbrennt, ja? Also, jetzt, wenn ihr Gesellschaftsspiele mit eurer Familie spielt, dann ist das nicht die beste Variante. Und die Idee habt ihr nicht von mir! Aber sonst, ne, kann man machen. Hab ich gehört. Allein Rabbit Luigi so, oh shit, keine Deckung über. Aber ich glaube, wir können ihn direkt in die Tube schicken. Dann haben wir direkt die. Einer hier direkt vor uns. Okay. Der kann hier gar nicht hoch, ne? So generell. Der kann auch nur runter. Okay. Ja, ich glaube, ich habe einigermaßen eine Idee. Das erste, was wir machen. Ne, warte mal. So. Gucken wir mal die Trefferchancen. Da haben wir ein paar Trefferchancen. Ne, warte, das machen wir zum Schluss, glaube ich. Ja, das machen wir zum Schluss. Ach, wir können alle hochschicken. Oben ist zwar gar nicht genug Deckung, aber egal. Ach, da ist jemand! Da ist ein Rabbit! Gut nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Naja, ist auch wurscht, ne? Nee, warte, wir nehmen den. Nehmen wir den stärkeren. Wir nehmen den stärkeren Dash für ihn hier. Gehen dann hoch. Hinter die 50er Deckung. So. Jetzt nehmen wir ihn aus dem Spiel hoffentlich. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir alle einmal auf das Mario. Da haben wir uns jetzt natürlich ein bisschen eingekesselt, ne? War. Ja, das wird schon. Dann dashen wir ihn einmal kurz. Und dann hat er noch einen Schuss frei, um ihn dann aus dem Spiel zu nehmen. Sehr, sehr schön. Wir haben da sogar so eine kleine Kante, wo man runterspringen kann. Dann gucken wir mal, wie die sich jetzt aufstellen. Denn ich würde sagen, die haben eigentlich gar nicht so eine gute Ausgangslage. Okay, er macht gar nichts. Er geht vorwärts. Trifft aber zum Glück nicht. Aber er hat, ist das Heldenschuss, oder? Das ist die Animation von Heldenschuss bei den Rabbits, glaube ich. Oh. Ach so, und jetzt sind wir natürlich gezwungen, uns zu bewegen. Ah, schade. Ich dachte, wenn wir mit Feuer treffen, dann. Wieso kann sie denn auf beide nicht schießen? Das finde ich albern. Und Mario hat halt überhaupt keine Range hier, ne? Kommen wir mit Peachy? Ist das eigentlich dieselbe Sprung? Nee. Peachy haben wir natürlich weniger Sprungreichweite. Sollen wir alle einfach runtergehen und attackieren? Ich weiß nicht. Achso, Peach hat nicht genug Movement hier. Mist, ich dachte, wir kriegen Dash noch aus Peach raus. Jetzt gucken
gucken wir, ob wir ihn aus dem Spiel nehmen können. Sehr, sehr schön. Also momentan sind hier die Chancen, ne? Die stehen eigentlich ganz gut für uns. Haben wir gar keinen Schuss mehr? Nee. Oh Mist. Oh Mist! Egal, den können wir gleich aus dem Spiel nehmen. Damit warten wir nochmal. Peach kann ihn nämlich dashen. Und die können wir dann an der Röhre platzieren. Für den nächsten Zug. Ach, Mario kann ihn leider nicht dashen. Okay, da hat er auch keine Trefferchance. Da hat er eine Trefferchance? Da hat er eine 100% Trefferchance. So, Rabbit Yoshi nimmt jetzt den einen Rabbit aus dem Spiel. Und dann pushen wir schon mal den anderen Rabbit. Und die anderen kommen dann halt nach. Die anderen kommen dann nach. Sehr, sehr schön. Ja, wow, die Ecke wird jetzt auch nichts mehr bringen, ne? Hier, den verschießt du. Ah, siehst du, da hat er verschossen hier. So, jetzt kommen wir natürlich nicht nah genug ran. Aber wir machen hier schon mal unser Movement ein bisschen frei. Versuchen ihn schon mal zu verbrennen, ne? Ja, klappt leider nicht, aber was soll's. So, Peachy können wir natürlich nach oben schicken. Gucken wir mal, ob wir damit treffen. Leider auch nicht. Immerhin hat jetzt keine Deckung mehr, ne? Das ist auch schon mal was. Habe ich mir sagen lassen. Ja, Mario können wir nicht irgendwie gescheit platzieren, ne? Joa. Dies ist jetzt gerade ein bisschen doof. Dass wir Mario nicht irgendwie platzieren können. Hä? Hat er mir nicht gerade 100% Trefferchance gezeigt? Na, ist ja auch egal, dann kriegt er noch einen Zug, mit dem er ausnahmsweise mal überleben kann, ne? Ich meine, das Ding ist jetzt eh durch für ihn, ne? Ach, Heldenschuss. Oh, Heldenschuss. Das ist natürlich ein bisschen übel. Wer kann denn den Hit am besten ab? Ach, außer Reichweite auch noch. Das ist der Mieses. So, jetzt hat er nämlich seinen Heldenschuss verpulvert. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, einfach einen Zug warten, dann ist ein Helm. Jetzt haben wir natürlich, weil wir den einen Zug gewartet haben, um ihn zu vernichten, haben wir natürlich. Wäre auch egal gewesen, war ja eh das letzte Level, oder? Ja. Hätte ich vielleicht anders spielen können, aber jetzt haben wir es so gemacht. Ach, Belohnung haben wir 15 Fertigkeitenpunkte. Ja, das ist schon mal was Schönes, ne? Das nehmen wir natürlich gerne mit in das nächste Level, das wir dann beim nächsten Mal spielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Tschüss!